Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeigen wir euch eine historische Anlage, wie sie früher fast in jeder größeren Stadt zu finden war. Das mag zwar für den einen oder anderen etwas degradierend klingen, aber keine Sorge, der Denkmalschutz kam auch hier nicht dran vorbei, was wohl der einzige Grund ist, warum alles heute noch so existiert. Kommt also nun mit auf eine interessante Tour, die schon einige Tage zurückliegt, und den Rest erfahrt ihr wie immer gleich von mir in den nächsten Minuten. Sollten euch verlassene Orte hier in Ostdeutschland interessieren und ihr möchtet mehr darüber zukünftig erfahren, dann schaut doch mal auf unseren Kanal. Dort gibt es jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Abonnieren lohnt sich also mit Sicherheit. Und nun rein ins Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch einen verlassenen Schlachthof. Für dieses Video gab es im Prinzip drei Gründe. Punkt 1 wollte ich euch die Geschichte dieser alten Industrieruine näher bringen. Zweitens mussten diese alten GoPro-Aufnahmen nun endlich raus zu euch. Und der dritte und letzte Punkt war, dass ich gehofft hatte, bei der Recherche etwas Positives über diesen Ort in letzter Instanz berichten zu können. Aber wie die Geschichte letztendlich ausgeht, erfahrt ihr natürlich erst am Ende. Erst einmal wollen wir wie immer weit zurück in die Vergangenheit reisen und mal schauen, wie alles überhaupt entstand, wie sich die Anlage entwickelte und was schlussendlich natürlich daraus wurde. Auf dem riesigen, heute innerstädtisch liegenden Grundstück befand sich vor dem Bau des Schlachthofes einst ein Rittergut bzw. das Grundstück. Als Rittergut würde man heute ein Gebäudeensemble mit üppigem Grundstück bezeichnen und tatsächlich war dieses Gut, übrigens bis 1815 Freienfelde genannt, schon im 17. Jahrhundert existent und deutlich mehr als nur ein Grundstück mit Bebauung. Damals war das Gut eigenständig und zählte zum Herzogtum Magdeburg. Erst nach mehreren, heute würde man sagen Umgemeindungen und den Napoleonischen Kriegen, wurde das hier gezeigte Grundstück erst Merseburg, später dann schlussendlich Halle zugesprochen. Warum das Rittergut als solches zerfiel, ging jetzt wohl etwas zu tief in die falsche Richtung, aber ich schätze mal, dass das Grundstück schlichtweg gut gelegen war, denn ab 1868 verordnete die damals noch preußische Regierung einen Hygieneerlass, nachdem es fortan verboten war, innerstädtisch private Schlachtungen durchzuführen. Faktisch musste man nun aber auch mit dem Erlass dem stark gestiegenen Fleischkonsum Herr werden und so entschied sich die Stadt für einen großen modernen Schlachthof, in dem nicht nur alle städtischen Schlachtungen hygienisch kontrolliert werden konnten, hier kontrollierte und regulierte man ebenso den Handel und sorgte in letzter Instanz auch für die Abschaffung des Viehherdentreibens durch die Innenstadt, was zu erheblichen Verschmutzungen und Behinderungen führte. Der deutsche Kunsthistoriker Dieter Dolkner zeigte in einer Publikation auf, wie viel damals tatsächlich geschlachtet wurde. Demnach kam man jährlich auf etwa 8000 Rinder, 15.500 Kälber, ebenso viele Schweine und weitere 800 Pferde. Rückblickend also recht viel. Laut Statistischem Bundesamt werden heute bundesweit täglich im Schnitt mehr als 2 Millionen Tiere geschlachtet, darunter 1,7 Millionen Hühner, 151.000 Schweine und weitere 94.000 Puten. Sicherlich wurde von hier aus nicht nur für Halle geschlachtet, sondern auch für das umliegende Umland, denn ein Blick in die Bevölkerungsentwicklung zeigt, ein Jahr vor dem preußischen Erlass 1867 hatte Halle knapp 49.000 Einwohner, während es nur 33 Jahre später mit 156.000 mehr als das Dreifache waren. Ohne den neuen industriellen Schlachthof wäre man vermutlich in Dreck und Gestank versunken. Verschiedene Quellen berichten, dass die Anlage ab 1891 oder 92 entstand. Fakt ist aber, dass am 9. Januar 1893 die Eröffnung und Inbetriebnahme vorgenommen wurde. Möglich machte das vor allem auch das immer größer werdende Eisenbahnnetz, sodass die Maschinerie mit dem Anschluss an den Schlachthof nun immer mehr Fahrt aufnahm.
Die wahre Grundstücksgröße ist ebenso ein Thema, wo verschiedene Seiten mit verschiedenen Zahlen einherkommen. Zusammengefasst geht man heute etwa von 4,8 bis 5,5 Hektar Fläche aus. Darauf befinden sich heute die ehemaligen Hauptschlachthallen und Stallungsgebäude für Groß- und Kleinvieh, vor allem aber für Land- und Hausschweine. Darüber hinaus gab es eine zentrale Markthalle für den Handel und Kontrollen, ein Kühlhaus, einen Verwaltungstrakt sowie ein unabhängiges eigenes Kraftwerk. Der zwischen 1932 und 1939 grundlegend erweiterte und modernisierte Schlachthof ist heute baulich dem neoromanischen sowie Neorenaissance-Stil zuzuordnen. Architekt war übrigens Stadtbaurat Karl Otto Luhausen, der seinerzeit in Halle sehr aktiv war. Schlachtungen fanden in dieser Zeit zweimal in der Woche statt, wofür allein etwa 1000 Arbeitskräfte benötigt wurden. Da im Werk ebenso viele arbeiteten, war also der gesamte Schlachthof mit Schlachtungen beschäftigt. Es fand also kein Handel statt. An einem Tag gingen so unter anderem etwa 2000 Schweine über die Schlachtbank. Neben den Schlachtungen gab es natürlich auch die Markttage, wo sämtliches Groß- und Kleinvieh erworben werden konnte. Diese waren immer montags und donnerstags. Auch Sommer- und Winterzeit gab es. So wurde ab März bis Oktober von 8 bis 13 und ab November bis einschließlich Februar 9 bis 13 gehandelt. Was an den anderen beiden Tagen getan wurde, ist leider nicht bekannt. Ich nehme aber mal an, dass man sich hier um die Anlage selbst, gerade was Hygiene angeht, und um die lebenden Tiere in den Stallungen gekümmert hat. Das erwähnte Kühlhaus lieferte sogar in den 30er Jahren auch Eis für andere Firmen. Schätzungen belaufen sich hier auf etwa 2000 Zentner Eis im Jahr. Während des Zweiten Weltkrieges kam es immer wieder zu teils schweren Luftangriffen auf Halle. Offiziell geht man heute von etwa 1284 Opfern aus, darunter vor allem viele Zivilisten und Kinder. Doch diese Zahl wird laut neuesten Hochrechnung als zu gering eingeschätzt. Die hier gezeigte Anlage entging diesen schweren Zeiten ohne Schäden, was vor allem an den Leunawerken und den nördlich gelegenen Flugzeugwerken lag, die als strategisch wichtiger eingeschätzt wurden. Darüber hinaus lag Halle oft auf der Route nach Berlin, weswegen man hier trotz der vielen Todesopfer vergleichsweise glimpflich davonkam. Nach dem Krieg fiel die betriebsbereite Anlage den Sowjets in die Hände. Es folgte die übliche Prozedur, erst Beschlagnahme, dann Verstaatlichung. Es entstand der VEB Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb Halle an der Saale, der dem VEB Kombinat Fleischwirtschaft Bezirk Halle untergeordnet war. Auch in dieser Zeit blieb die Anzahl der Arbeitskräfte konstant bei etwa 1000 Mitarbeitern. Ab den 70er Jahren firmierte man direkt zum VEB-Kombinat Fleischwirtschaft Bezirk Halle um, was zu keinen großen Änderungen führte. In den späten 70ern und frühen 80er Jahren hatte die Anlage aber mehr und mehr Probleme mit ihrer Effizienz. Gefordert wurde neben der Energieeinsparung das Einhalten der neuen Produktionsvorgaben und die Senkung der Produktionskosten, was dazu führte, dass eine eigens angelegte Schockfrostanlage unausweichlich wurde. Das biss sich allerdings mit der DDR-Bezirksvorgabe, Energie einzusparen. Somit beantragte man eine erfolgreiche Ausnahmegenehmigung beim Amt für Standardisierung, Messwesen und Warenprüfung, was wiederum dazu führte, dass man, heute würde man sagen, Gammelfleisch produzierte. Eine Schockfrostanlage entstand hier jedenfalls nie. Etliche frisch geschlachtete Waren konnten aufgrund von Geruchsbildung, Verfärbungen, Schimmel und bereits eingetretener Verwesung nicht mehr verkauft werden. Später wurde die Überproduktion als Koch- und Brühwurst notdürftig abverkauft, aber das ging natürlich nicht immer, viel musste entsorgt werden. Nach der politischen Wende und dem Ende der DDR verkaufte die Treuhand den Schlachthof, welcher die Wendezeit vorab überstand, an eine Essener Firma. Der damalige Käufer hatte bereits eine Fleischwaren GmbH gegründet, die Fleischwaren Limes GmbH. Er übernahm aus dem VEB vorab 1350 Kräfte, doch nach nur einem Jahr Wurstproduktion war Schluss. Schlachtungen fanden während dieser Zeit gar nicht mehr statt.
1996 ging die Firma insolvent und das Areal wurde zwangsversteigert. Im Nachgang fiel die Anlage in Vergessenheit, bis der Tag des offenen Denkmals das Gebäudeensemble für Neugierige öffnete und das Interesse stadtweit wieder stieg. Somit kommen wir nun zum letzten Punkt. Was soll denn hier nur draus werden? Seit 2001 bemüht man sich, den alten Schlachthof zu reaktivieren. Über die Jahre gab es wirklich zahlreiche Ideen. Hier mal ein paar Beispiele. Die Rede war ursprünglich direkt nach Schließung von einem Frischmarkt. Nach der Zwangsversteigerung ging der Komplex dann erstmal nach Dortmund mit der Absicht, einen Supermarkt daraus zu machen. Dies scheiterte allerdings wegen der hohen Altschulden, die noch immer auf dem Gelände liegen. Eine weitere Idee war es, ein Justizzentrum daraus zu machen, genauso wie ein Messegelände, ein Ökodorf mit etlichen neuen Wohnungen für die Stadt, ein Kunst- und Festivalareal bis hin zur letzten Idee, eine Schule dort unterzubringen. Mit Sicherheit gab es noch viele weitere Ideen, aber umgesetzt wurde allesamt nicht. Stattdessen ging der denkmalgeschützte Schlachthof schon durch halb Deutschland, wurde immer wieder neu versteigert, wie zuletzt 2016 für 1,35 Millionen Euro. Wer das Areal kauft, kauft auch die abschreckenden Schulden in Höhe von 4 Millionen Euro. Vielleicht ist das auch die Bremse. Mittlerweile sind nun 30 Jahre vergangen, obwohl die Initiative Pro Baum schon 2015 energisch ein Konzept forderte. Doch verändert hat das nur wenig. Stattdessen ist der Schlachthof nur noch eine Ruine. Immer wieder kam es zu teils schweren Bränden, davon alleine fünfmal im Jahr 2016. 2018 musste die Hallische Feuerwehr mit Hilfe einer Abrissfirma, dem THW und zweier Werkfeuerwehren aus Leuna und Bitterfeld bei der Brandbekämpfung Teile abreißen lassen. Insgesamt waren an diesem Tag über 70 Einsatzkräfte vor Ort und konnten erst nach verbrauchten 15 Millionen Litern Wasser und 35 Stunden Brandbekämpfung Feuer ausmelden. Auch dieses Jahr nutzte die Feuerwehr wieder ihre Dauerkarte für den alten Schlachthof. Darüber hinaus war das Gelände auch gerne zur illegalen Mülldeponie für Autoreifen und alte Kühlschränke. Es kommt also wer will, trotz angeblich mittlerweile eingeführten Wachschutz. Ob die Polizei deswegen nun Personen des Öfteren dort aufgreift, ist nur eine vage Vermutung. Der einzige Nutzer war zuletzt übrigens die Deutsche Bahn, die dort Gleise und andere Baumaterialien zwischenlagerte. Rückblickend war es eine sehr große und interessante Anlage, wenn auch schon vieles durch Feuer zerstört war. Details gab es dennoch, ich konnte sie nur nicht mit meiner damaligen GoPro Hero 3 aufnehmen. Dafür gibt es umso mehr tolle Bilder, die ihr dieser Tage auch auf Facebook und Instagram sehen werdet. Schaut also da auf jeden Fall mal rein, die Links sind in der Infobox. Ich verabschiede mich jetzt wie immer mit einigen Bildern, die wir hier schießen konnten. Vergesst den Daumen nach oben nicht, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und solltet ihr uns noch immer nicht abonniert haben, dann holt das gerne an dieser Stelle nach. Wir sagen vielen Dank, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis bald und ciao. Thank you.